Manchmal geht das Leben seltsame Umwege, um Schicksale zu erfüllen. Der Weg, den Mandy und Tyler gehen mussten, um schließlich ihr persönliches Glück zu finden, war mit Sackgassen, Windungen und steinigen Anstiegen gepickt. Seit sich Mandy und Taylor Palmer zum ersten Mal begegnet waren, wollten sie eine eigene Familie gründen. Dieser Sehnsucht aber standen unüberwindbar scheinende Probleme entgegen. Denn Mandy litt an Morbus Crohn, einer chronischen Darmentzündung. Sie versuchte über ein Jahr lang vergeblich, schwanger zu werden. Eine zermürbende Zeit, die das Paar in einen Auf und Ab zwischen Hoffen und Bangen verbrachte. Während Mandys Körper sich offenbar weigerte, den größten Wunsch des Ehepaars zu erfüllen, kämpfte Tyler mit seinen eigenen Dämonen. Er war als Soldat in den Afghanistan-Krieg geschickt worden. Zwar kehrte er körperlich unversehrt in seine Heimat zurück, doch seine Seele jedoch hatte Schaden mit sich genommen. Taylor litt unter einer posttraumatischen Bewusstseinsstörung, die seinen und Mandys Alltag schwer belastete. Dennoch hielten die beiden zusammen und verfolgten unbeirrt ihren Traum, Eltern zu werden. Da Mandy nicht schwanger werden konnte, entschloss sich das Paar, andere Wege zu suchen, um endlich eine Familie zu gründen. Eine Adoption schien für sie die beste Lösung zu sein. Doch auch dieser Weg erwies sich als steinig und war mit einer Unmenge von Bürokratie verbunden. Aber nichts konnte die Palmers von ihrem Weg abbringen. Nicht die vielen Anträge, nicht die Hausinspektionen, nicht die intensiven Gespräche mit den Behörden. Nach endlos langen 17 Monaten bekam sie endlich die Erlaubnis, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen. Plötzlich ging alles sehr schnell. Bereits wenige Tage, nachdem sie ihre Lizenz erhalten hatten, rief die Adoptionsbehörde bei den Palmers an und fragte, ob sie einen neugeborenen Jungen, Hunter, bei sich aufnehmen könnten. Mandy und Tyler waren überglücklich und sagten sofort zu. In Windeseile besorgten sie Windeln, Fläschchen, Kindersitz, Kleidung, Möbel, einfach alles, was eine Familie braucht, wenn sich ein Baby ankündigt. Kurze Zeit später konnten sie den kleinen Hunter zum ersten Mal in ihre Arme schließen. Sie waren überwältigt von dem Anblick des erst 8 Tage alten Jungen und verliebten sich augenblicklich in den süßen Schatz. Niemals, das schworen sie sich, würden sie Hunter wieder hergeben. Endlich erlebten sie, was Familie wirklich bedeutet. Nämlich, füreinander da zu sein. So wie sie Hunter ein sicheres und liebesvolles Zuhause boten, so sehr half auch der kleine Junge seinen Pflegeeltern, ihre gesundheitlichen Probleme zu beseitigen. Eine Hürde allerdings musste die kleine Familie noch überstehen. Das Adoptionsverfahren. Endlich, nach fast 1,5 Jahren, stand der Termin der Adoptionsverhandlung fest. Die Eltern waren sehr angespannt. Zu groß ihre Angst davor, in letzter Minute alles verlieren zu können, was sie sich so lange hart erarbeitet hatten. Als sie schließlich die Adoptionspapiere unterschrieben und der Richter Hunters neuen Nachnamen Palmer verkündete, war die Freude der Familie unbeschreiblich. Der kleine Hunter aber brachte mit einem einzigen Wort die Gefühle aller Anwesenden auf den Punkt. Er sah Tyler in die Augen und sagte, »Papa, kein Dokument der Welt könnte die Zusammengehörigkeit einer Familie besser beschreiben als dieses eine Wort voller Glück und Zuneigung. Was für wahre Worte! Was hältst du von der Adoption? Und ist es wichtig für eine Familie, miteinander verwandt zu sein? Oder zählen andere Werte? Ich zum Beispiel habe viele Freunde, die ich mir auch zu meiner Familie gemacht habe. Wie sieht's mit dir aus? Schreib mir deine Gedanken gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt.